Seit einigen Tagen ist es wieder soweit. Der Autoverkehr wurde aus der Fürther Innenstadt verbannt und hat Platz gemacht für die Schausteller mit ihren blühenden Fahrgeschäften. Ich habe noch was Schöneres gefunden, da war ich sehr verwundert, nämlich eine schöne Quelle unter tourismus.nürnberg.de, völlig unverdächtig, weil ich wusste, dass da als erstes die Michaeliskörper derzeit kommt, steht: Kaum ein fränkisches Fest kann es wieder für der Körper aufnehmen und deshalb darf sie sich auch zu Recht Königin der fränkischen Körper nennen. Das steht, wie gesagt, unter tourismus.nürnberg.de. Jetzt haben wir hier diese Kirchweihtaler, was ist das? Also das ist die Fürther Währung, eine Parallelwährung, die allerdings sehr hart ist, denn Sie bekommen hier für 90 Cent, kosten die im Einkauf, 1 Euro Gegenwert. Und wir haben vor 11 Jahren diese Kirchweihwährung eingeführt mit 10.000 Stück. Heute haben wir 120.000 Stück und die werden uns tatsächlich aus den Händen gerissen. Wenn ihr jemanden habt, der noch nie auf einer fränkischen Kirchweih war, wo geht ihr als erstes mit dem hin auf der Fürther Kerwa? Warsteiner Stand, oder? Warsteiner Stand, ja. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass es überhaupt gibt, ja. Aber wenn, dann machen wir natürlich einen schönen Bummel, fangen wir am Rathaus an und gehen über die ganze Kirchweih, weil die ganze Kirchweih ist interessant. Ja klar, logisch, man schlendert. Was man als erstes macht, eigentlich wurscht. Erst einmal was anschauen, dann was trinken und dann was fahren. Dass wir Karussell fahren können. Und, oder die Autoscooter. Das große Kettenkarussell. Auf jeden Fall aufs Riesenrad drauf und hat man einen schönen Überblick über die Stadt hier. Wunderbar. Na alles. Von A bis Z durchgehen. Was essen, zum Beispiel am Flammkuchen, weil sonst würde es nichts auf der Kerbe. Wenn Sie jetzt jemanden haben, der noch nie auf der fränkischen Kirchweih war, was muss der als erstes unbedingt sehen, damit er das mitkriegt? Der die Bierstände da bei der Morawski. Ne? Hier auf der Michaeliskirchweih, was muss man als allererstes machen? Als allererstes teilnehmen an der Eröffnungsfeier. Das ist das Erste, da hört man den Bürgermeister, da hört man den Pfarrer, da wird der Bieranstich, da kriegt man eine Freimaß. Das finde ich mit das Erste. Achtung, auf die Plätze. Fertig. 1, 2, 3. Und noch nicht. Wir holen 3 Schläge dann drauf. Auf eine friedliche, wunderbare Förderkamera 2015. Was ist dieses Jahr das It-Accessoire für die Förderkamera? Ja, das ist ja ganz klar. Da haben wir es ja. Schäuferlersprinz für die Männer und Bratwurstprinzessin für die Damen. Das muss man haben. Trägt man auch in Paris mittlerweile. Ja, als Frau hat man sowas an.